Sonntag 18 Uhr, euer Lieblingstag mit eurem Lieblingsgirl Sascha. Ja, Mann. Bereits vor einem Jahr habe ich in einem meiner Videos Leroy Matata thematisiert, da er sich mehrere Aktionen leistete, ohne diese zu kommentieren, zu korrigieren oder näher zu behandeln. Seitdem kamen immer mehr andere Kritikvideos von anderen YouTubern dazu und Leroy verlor an Sympathie und Glaubwürdigkeit und das, obwohl man eigentlich gar nicht so viel von ihm gefordert hat, nämlich das Einordnen von gewissen Themen, Aussagen seiner Gäste und eine fähige Moderation. Also der geht hier sehr glücklich raus. Leroy, du hast Ruben und der AfD so einen richtig dicken Gefallen getan, dadurch, dass du nicht widersprochen hast, dadurch, dass du es einfach hast durchgehen lassen und deinen Followern und deinen Viewern sehr, sehr viel Desinformation im Sinne der AfD weitergereicht hast. Tatsächlich passierte danach genau gar nichts. Also außer, dass Leroy beschloss, sich von Funk zu trennen und meines Empfindens nach auf eine subtile Art und Weise Funk an allem die Schuld gegeben hat. Manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Weshalb es, glaube ich, jetzt auch an der Zeit ist, dass ich die Dinge wieder genau so umsetze, wie ich persönlich sie für richtig halte. Doch alles, was sich änderte, war, dass Leroy einfach immer mehr Kritik bekam und das alles selbst verschuldet war. Was führte aber dazu, dass Leroy vom Good Boy Image zum Upper Red wurde. Was genau hat Funk damit zu tun? Warum schweigt er eigentlich, obwohl er so offen ist für Kritik? Feedback nehme ich generell erstmal ernst. Ich wünsche es mir sogar. Das alles besprechen wir heute live an eurem Lieblingstag mit eurem Girl Sascha. Doch warum nimmt die Kritik zu Leroy so enorm zu? Der Mainpunkt war dieses Video, ab dem es immer mehr bergab ging. In diesem Video wurden etliche Desinformationen verbreitet und Leroy ließ diese durch, ohne diese kritisch einzuordnen und äußerte sich danach auch nicht zur Kritik. Und viele kritisierten seine passive Art bei einem doch so heiklen Thema. Aber eigentlich gab es schon davor diverse Aktionen, die einen komischen Beigeschmack hatten, aber noch nicht so doll thematisiert wurden. Seltsame Konstellationen. 2-3 Flaschen oder Gläsern Bier. Kann ich auf einmal voll gut Englisch. Und das hilft mir natürlich auch, um auf Mykonos mit den Frauen, die halt auch Touris sind, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und der Fokus schien immer mehr auf extremeren Themen zu liegen. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale, wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, hätte ich vielleicht selber mich wehren können, aber es war mir nicht so klar, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Als die Kritik immer lauter wurde und die Moderation dafür nicht besser, hat er sich von Funk getrennt und gab auf eine subtile Art und Weise ein bisschen Funk die Schuld. Hauptsächlich hat er sich in seiner Kreativität eingeschränkt gefühlt. In so einer Zusammenarbeit muss man sich natürlich auch abstimmen und manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Als auch in seiner Spendenbereitschaft. Ich wollte zum Beispiel eine Spendenaktion machen für Ingrid und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen, aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht und das ist nicht mal Funks Schuld, ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Doch ist das so? War er wirklich eingeschränkt bei diesen Themen? Dazu habe ich mir seine Laufbahn nach dem Ausstieg angeguckt, inwiefern er offener und kreativer geworden ist und vor allem, ob es vielleicht doch eine andere Motivation gab. Denn ich habe mit Podimo gequatscht und die gönnen uns 45 Tage kostenlos auf alle Inhalte. Ihr bekommt nämlich eine Flasche, die ist keine normale Wasserflasche, da füllt ihr aber normales Leitungswasser rein und oben auf der Flasche klemmt ein Duftpott. Aber damit das nicht mehr passiert, kommt jetzt Surfshark ins Spiel. Ich möchte, dass ihr genug trinkt. Ich habe früher selber viel zu wenig getrunken und diese Flasche hat mir dabei geholfen, einfach mehr zu trinken und zwar regelmäßig. Um das herauszufinden, müssen wir natürlich die Zeit von Leroy bei Funk und außerhalb Funk vergleichen. Er hat auch diverse Videos hochgeladen, an denen man das ganz gut beobachten kann. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die Themen nach dem Abschied von Funk ähnlich zu den Themen wie unter der Leitung von Funk beziehungsweise in der Zeit, wo er noch bei Funk unter Vertrag war. Themen wie Alter, zwar mit unterschiedlichen Perspektiven, aber dennoch ein großer Hauptpunkt. Jungfrauen oder Menschen, die einen Unfall hatten, finden sich sowohl vor der Funkzeit, während der Funkzeit, als auch danach. Und besonders das Thema rund um die Erwachsenenbranche scheint es Leroy besonders angetan zu haben. Camgirls, Prostituierte, Menschen, die viel Geschlechtsverkehr haben versus die, die keinen haben, erwachsene Filmdarstellerinnen, Menschen mit Fetisch, Menschen, die im Gefängnis was haben, Dominas, Sklaven von Dominas, Mädels, die sich selbst als Bimbo-Doll bezeichnen, Menschen, die es 8-mal am Tag machen und wer nicht genug hat, das mittlerweile gelöschte Video von Leroy, wie er einen zu vielen besucht, also Menschen, die gerne einen Akt ausführen mit den Tieren und das Ganze in einem perfiden Fall als Liebe betiteln. Wo könntet ihr dann sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit? Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Also. Wie gesagt, das sind tausend Kleinigkeiten.
Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal, ist er deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Selbst dieses Video ließ Funk damals durch und hat es sogar auf ihren Kanälen promotet, wo ich mich frage, in welchem Sinne hat jetzt eigentlich Funk Leroy kreativ eingeschränkt? Gerade wenn man bedenkt, dass er eine Story gepostet hat, wo er zugegeben hat, dass Funk angeblich keine Themen vorgibt und ebenfalls wurde das Format von der Produktionsfirma von ihm und seinem Bruder produziert. Nämlich heißt er eigentlich Marcel Gerber, wonach Leroy mehr Einfluss als nur ein normaler Moderator gehabt haben müsste. Wollte er noch mehr dazu machen? Hat ihm Funk vielleicht nicht erlaubt, eine Art Selbstversuch wie bei Tomatoleaks durchzuführen? Ist es das? Oder hat ihm Funk nicht erlaubt, über den Zweiten Weltkrieg zu berichten, ohne dabei falsche Infos zu verbreiten? Denn über den Zweiten Weltkrieg bzw. Protagonisten durfte er berichten, während der Funkzeit. Das Ganze hat er dann aber nach der Funkzeit ein bisschen extremer gestaltet. Während der Funkzeit hätte er wahrscheinlich nicht sagen können, dass das der Leibwächter war, was tatsächlich nicht mal richtig war und damit einer Falschinformation entspricht. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers Rochus Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist, also vor knapp 10 Jahren. Das war der letzte. Leroy, mal im Ernst, hast du es nötig, schon im Titel und Thumbnail zu lügen? Muss das sein? Hat da vielleicht jemand die Klicks vom Herbert Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Das ist natürlich echt gemein von Funk, dass sie einen einschränken, wenn es so um Fehlinfos geht. Was soll das denn? Wir sind doch hier in einem freien Land. Ist das jetzt verboten oder was? Ist verboten? Ist nicht die Grauzone, ne? Okay. Ja, hier, natürlich. Das nennt man Einschränkung. Tatsächlich war ja Leroy nicht der Einzige, der sich zu Funk geäußert hat, sondern auch Funk hat sich zu Leroy geäußert. Und zwar auf Nachfrage von Übermedien. Sie haben ebenfalls die tolle Zusammenarbeit betont, aber haben auch darauf hingewiesen, dass sie eben eine bestimmte Zielgruppe bedienen müssen, nämlich die 14- bis 29-Jährigen. Und manche Projekte von Leroy waren eben nicht so umsetzbar, da Funk hier jugendschutzrechtliche Bedenken hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Funk liest sogar dieses zu vielen Ding durch. Wisst ihr, ich empfinde einfach einen Widerspruch, wenn man bedenkt, dass Leroy ja jetzt nach seinem Ausstieg keine anderen Videos macht. Das sind ja irgendwie immer noch dieselben Videos. So, ja, sie dreht halt hier Erwachsenenfilme, der ist halt 100 Jahre alt und sie hat halt ihren Arm verloren. Also besonders diese Sachen, wo Leute ihre Gliedmaßen verlieren, haben es Leroy irgendwie auch angetan. Alles anders nach seinem Ausstieg sehe ich nicht. Mit einem Punkt war unter anderem auch die Spendenbereitschaft. Und zwar hat er bemängelt, dass es teilweise keine Möglichkeit gab für die Menschen in seinen Videos eine Spendenmöglichkeit einzurichten beziehungsweise einen Spendenlink in die Infobox zu posten, obwohl diese dringend Hilfe gebraucht hätten. Und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen. Aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Funks Schuld. Ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Und hierzu sagt Funk auf Anfrage von Übermedien, Spendenaufrufe seien nur in eng definierten Grenzen zulässig, wenn sie humanitären, sozialen und kulturellen Zwecken dienen, also im allgemeinen Interesse liegen. Wie zum Beispiel Spendenaufrufe nach Naturkatastrophen. Spendenaufrufe für individuelle Personen erfüllen diese Voraussetzung in der Regel nicht und sind deshalb nicht zulässig. So, das ist jetzt aber eine Sache, die wusste Leroy und da hat er auch gesagt, da kann Funk nichts für und das möchte er jetzt ändern. Ich persönlich empfinde es so, dass wenn es einem wirklich darum geht, etwas für eine Person zu tun, die du als Gast in dein Video eingeladen hast, dann würdest du etwas für sie tun. Denn Leroy hatte ja auch andere Kanäle. Er hat ja seinen Instagram-Kanal, er hatte seinen Zweitkanal, der nicht zu Funk gehörte und wo er auch ebenfalls Gäste einlädt. Selbst wenn er das nur als Sequenz vor dem Video gesagt hätte, wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber er tut ja so, als ob es eine Sache der Unmöglichkeit gewesen wäre, für diese Person was zu spenden. Wieder wird so ein bisschen subtil das auf Funk geschoben, obwohl man noch im selben Satz sagt, nee, da können die ja nichts für. Aber wenn die nichts dafür können, warum musst du es unbedingt erwähnen? Und war das wirklich für dich ein ausschlaggebender Punkt, um Funk zu verlassen? Denn ich habe hierfür eine Analyse durchgeführt, Zuschauerschaft. Ich hoffe, ihr schätzt das wert. Denn leicht war das nicht. Es war jetzt keine harte, körperlich anstrengende Arbeit, aber es war einfach nur nervig. So. Also, seit seinem Ausstieg hat er 25 Videos gepostet. Mit ähnlichen Themen wie vorher. Ein Video befasst sich mit einem 100-jährigen Protagonisten und weist auf einen Spendenlink hin. Das zweite Video ist das Tierschützer trifft zu vieler Video, welches ebenfalls auf einen Spendenlink hinweist und im Video aktiv benannt wird. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Aber. Obwohl er das ja mit als einen der Hauptgründe aufgeführt hat, frage ich mich, ob es hier nicht vielleicht einen eher anderen Grund gab, warum er Funk verlassen hat, und zwar der monetäre Aspekt. Nämlich ist das so, dass wenn man einen Partnerkanal
bei Funk ist, darf man durch seine Videos keine Einnahmen generieren. Deswegen sind sie auch immer demonetarisiert. Und davor, als auch dazwischen, läuft keine Werbung, weil Funk eben zu den Öffentlich-Rechtlichen gehört und von der GEZ finanziert ist. Leroy kriegt hier also keine Einnahmen durch YouTube, sondern ein festes Moderationsgehalt durch Funk. Ebenfalls darf er keine Werbung in den Videos platzieren und so zusätzliche Einnahmen schaffen, was ihr von vielen anderen YouTubern kennt. Ich wünschte, ihr würdet das auch von mir kennen, aber wo sind die geilen Firmen, mit denen man kooperieren kann? Er ab, zisch ab, Junge. Es reicht. Von den 25 hochgeladenen Videos beinhalten 13 davon eine Produktplatzierung. Mehr als jedes zweite Video also. Wenn wir es ganz genau nehmen, sind es eigentlich 17, weil 4 davon Werbung sind für einen anderen Kanal, zwar einen Funkkanal, aber das Ganze produziert von der Produktionsfirma von Leroy und seinem Bruder. Und obwohl es ein Funkkanal ist und keine Einnahmen entzieht durch die Klicks, ist es dennoch wichtig, dass ein Kanal performt, weil Funk nach einer gewissen Zeit entscheidet, ob sie den Kanal einstampfen oder weiterlaufen lassen. Das heißt, es ist also auch in dem Interesse von der Produktionsfirma, dass der Kanal gut performt. Weshalb Leroy wahrscheinlich auch 4-mal jetzt insgesamt Werbung dafür gemacht hat und hey, hier, guck mal, hier ist ein neues Video und. Aber von mir aus können wir auch gern bei den 13-mal bleiben, was ja auch schon häufig genug ist. Also, wow! Und wenn man sich halt die Produktplatzierungen anschaut und welche Produkte da überhaupt beworben werden, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Leroy einfach alles nimmt, was reinkommt. AirUp, VPN, irgendeine Neobank. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, wie das Ganze platziert wird. Also ich verstehe das, dass halt Werbung auch immer unabhängiger wird. Und auch wenn ich jetzt meine Firma gut finde und wirklich mit der zusammenarbeiten möchte, dann mache ich eine videounabhängige Werbung. Das heißt, wie eine Art Werbeblock. Aber in diesem zu vielen Dingen mitten im Video zu platzieren, dass ihr vielleicht mal darüber nachdenken solltet, dass private Daten von euch im Internet sind. Und das heutige Video wird unterstützt von Incogni. Wir surfen nämlich jeden Tag fast 4 Stunden im Internet und hinterlassen dabei eine Menge persönlicher Daten. Und die sind leider oft nicht so sicher, wie wir uns das eigentlich wünschen, und werden gespeichert oder sogar missbraucht. Das solltest du vielleicht mal deinem Interviewpartner sagen, ob der das wirklich will, dass das Internet weiß, dass er mit seinem Hund Liebe machen kann, man das nicht nennen, ne? Das ist... Mit Incogni kannst du deine Privatsphäre schützen. Incogni wendet sich nämlich an die Datenvermittler und fordert die Löschung deiner persönlichen Daten. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist Incogni einmalig damit zu beauftragen, und der ganze Prozess, der danach verstanden geht, funktioniert automatisch und ist kinderleicht. Tatsächlich habe ich auch einen Erfahrungsbericht dazu gefunden, und zwar vom VPN-Tester. Und der fand die Plattform eigentlich so lala. Zwar konnten private Daten aus dem Internet entfernt werden, aber die Hälfte davon gar nicht. Komme ich aber zu der anderen Seite, nämlich die Daten, die noch immer in Bearbeitung sind. Ja, und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt von Dezember 2021 und jetzt haben wir Ende, Mitte Oktober 2022, also noch einen Dreivierteljahr, gibt es immer noch 39 Firmen, die meine Daten nicht gelöscht haben. Das hat sich auch nach monatelangem Warten nicht geändert, und das, obwohl man ja monatlich irgendwie dafür zahlt. Ja, aber wenn Leroy mir in einem zu vielen trifft Tierschützer-Video sagt, dass die meine Daten entfernen können, dann glaube ich das. Weil er hat gesagt, dass alles anders wird. Okay, er hat nicht gesagt, dass es besser wird. Jetzt verstehe ich das. Leroy. Mann, der Trickser. Interessanter sogar noch, es gibt diverse Erfahrungsberichte, die die Plattform als Scam betiteln und behaupten, dass die Seite selbst private Daten weitergibt. Auch wurde Leroy in letzter Zeit auffällig, da er ein fragwürdiges Gewinnspiel gestartet hat, wo er ein paar Personen verlinkt hat, denen man folgen musste, die irgendwie nicht so ganz koscher schien und anscheinend in Verbindung stehen zu Glücksspiel. Und ich glaube, diese Art von Gewinnspiele kennt ihr, wo man halt irgendwie 25 Leuten folgen muss, wo die Person, die das Gewinnspiel veranstaltet, nicht mal selbst folgt. Nicht nur bewarb Leroy mit der Werbung für den Krypto-Kerl, dem man zwingend folgen musste, wozu man aufgefordert wurde, damit man partizipieren konnte, über ihn höchst riskante, gefährliche Trading- und Investitionsmöglichkeiten mit Hebelangeboten jenseits von Gut und Böse, sondern auch ein Casino, ein Krypto-Casino, um genau zu sein. Wenn ich hier so die Pressesprecherin wäre von Leroy, ja. Scheiße, jetzt können wir das auch nicht mehr auf Funk schieben, ne? Und genauso verhält sich auch Leroy. Er sagt gar nichts dazu. Alle Statements, die Leroy bisher von sich abgelassen hat, waren entweder auf irgendeinen Nonsens bezogen, was nicht mal auf ihn bezogen war, also wie eine Art Strohmann-Argument, oder
Das Ganze hat er einfach subtil auf wen anders geschoben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein sehr altes System. Aber ich kann euch eins sagen, da in diesen ganzen Büros sitzen auch sehr viele junge und vor allem motivierte Leute, die an diesen Projekten mitarbeiten. Und dass manche dieser Projekte dann irgendwie nicht so cool werden wie die Leute, die da arbeiten, das ist traurig. Aber es liegt, glaube ich, auch oft daran, dass sie mit einer gewissen Angst im Nacken arbeiten, dass ein kleiner Fehler, keine Ahnung, einmal falsch gegendert oder eine Triggerwarnung vergessen, direkt einen riesen Shitstorm auslösen kann. Weder kann er das Ganze umsetzen, was er in diesem Video gesagt hat, noch kann er vernünftig argumentieren, warum das alles Sinn macht, was er aktuell macht. Denn mal ehrlich, ganz objektiv betrachtet, zumindest meines Empfindens nach, wird es einem klar, dass es hier um Reichweite geht, extreme Themen und Einnahmen durch egal welche Mittel. Aber natürlich klingt es nicht so gut, wenn man sagt, hey, da ist mir langsam genug hier mit Funk und ich möchte jetzt mal ein bisschen Kohle sehen. Deswegen sagt man, ja, ich habe mich so ein bisschen in meiner Kreativität eingeschränkt gefühlt. Und obwohl er so kritikoffen ist, möchte er eben nichts dazu sagen. Das merken auch seine Zuschauer und rennen ihm davon. Und das Ganze vielleicht auch zu Recht, denn man kann nicht behaupten, dass man das eine tut, während man etwas komplett anderes tut. Meines Empfindens nach, ne, ich muss das immer sagen, es ist mein Empfinden, es ist kein Fakt oder so. Aber das, was ich jetzt daraus entnehmen kann, ist, dass der Fokus auf den Einnahmen liegt. Es geht doch hier nicht um Kreativität. Bei den Werbungen ist es hierbei ganz egal, ob es gut gewählt ist oder nicht. Also außer bei diesem Video, denn das ist ein Link zu einer Erwachsenen-Webseite. Seine vermeintlich gute Intention, auf Sachen, Geschichten oder Personen aufmerksam zu machen, geht hierbei unter und das ist schade, denn es gibt wirklich gute Berichte über Personen, die einsam sind, über Personen mit Schicksalsschlägen oder Menschen mit besonderen Berufen. Er hat ja spannende Themen, aber irgendwie wird das Ganze immer mehr zum Trash-TV. Besonders durch seine Aktion und vor allem, dass er einfach gar nichts dazu sagt. Und das ist schade, besonders wenn man sich hinter einer Veränderung tarnt, hinter einem Ausstieg und sagt, hey, ich möchte ein paar Dinge ändern, ich möchte auf Personen und Schicksale aufmerksam machen. Das Einzige aber, worauf er aufmerksam macht, sind seine komischen Aktionen, die irgendwie kein Ende nehmen. Aber wie seht ihr das? Denkt ihr, das ist alles unbeabsichtigt und das kommt jetzt vielleicht alles zusammen und irgendwie unglücklich gelaufen? Oder habt ihr das Gefühl, dass hier einfach ein bisschen was nicht richtig läuft? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben zu geben und auch ein Abo, damit wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr ganz schnell wiedersehen. Tschüss!